Die europäischen Börsen haben am Morgen nach dem Schock vom Vortag erholt eröffnet. London ging mit 4% im Plus an den Start, Frankfurt mit 3,5% im Plus. Nach den Panikverkäufen vom Donnerstag kletterte der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten auf 9.484 Punkte. Auch der MDAX für die mittelgroßen Werte legte zu um 3,3% auf rund 20.827 Zähler. Tags zuvor hatte die sich weiter verschärfende Coronavirus-Krise an den globalen Finanzmärkten zu massiven Verwerfungen geführt. Wie schon zu Wochenbeginn flohen die Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere. Der deutsche Leitindex, der schon zum Handelsstart um mehr als 500 Punkte auf unter 10.000 Punkte gesackt war, hatte 12,24% tiefer geschlossen. Es war auf Schlusskursbasis der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte.